Moin meine lieben Sneaker-Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben wieder eine weitere Woche geschafft, das bedeutet, es gibt wieder eine Menge neue Leaks, News und auch Infos zu besprechen. Bevor ich jetzt aber dazu komme, wird es jetzt erstmal wieder Zeit für ein kleines kurzes Release-Recap. Auch wenn ich noch nicht so wirklich beurteilen kann, weil ich das Video ja heute am Dienstag aufnehme, wie der Travis Scott Air Jordan 1 so gedroppt ist, beziehungsweise wie das Ganze abgelaufen ist, kann man aber trotzdem schon mal kurz ansprechen, wie denn eigentlich so das Prozedere davor abgelaufen ist bis Dienstagnachmittag. Und hier bleibt doch erstmal zu unterstreichen, dass es tatsächlich doch bei einem normalen Drop geblieben ist. Es haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen. Ich habe versucht, rechtzeitig die ganzen Raffles unter das Video von dem How to Cop Guide drunter zu packen. Beziehungsweise ich habe natürlich über Instagram hier den Leuten, die mir ein Follow dort dagelassen haben, permanent über die Story die ganzen Raffles, die neu dazugekommen sind, auch direkt in die Story gepostet. Dann kam natürlich auch Dienstagmorgen der Upload und es wurde ja vorher schon gerumort, dass es ein EA gibt. So war es dann tatsächlich auch. Und entgegen vieler Annahmen gab es doch relativ viele Ws von der Seite, wo ich in der Vergangenheit viel mitbekommen habe, dass sie doch schon recht frustriert waren, weil sie einfach noch nie wirklich Glück gehabt haben. Dementsprechend hier nochmal die Gratulation an euch. Es freut mich wirklich für euch und ich gönne es euch von ganzem Herzen. Man muss aber eben auch dazu sagen, dass hier doch schon, zumindest wenn man den Gerüchten hier ein bisschen Glauben schenken darf, ein großer Teil des Stocks schon weg ist. Es wurde hier gerumort, dass rund 23.000 Paare vermutlich zwischen 20 und 23.000 Paaren über die Sneakers-App in der EU droppen sollen. Und gemäß den Gerüchten, wie gesagt, sind beim EA schon knapp 10.000 Paare angeblich rausgegangen, wobei hier doch auch die größeren Sizes, wie ich schon vermutet hatte, relativ limitiert waren. Und dementsprechend wird es hier wahrscheinlich sich auch für den normalen Drop ähnlich verhalten haben. Heißt, es wird hier wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Nichtsdestotrotz hier auf jeden Fall schon mal allein für den EA ein ziemlich großer Stock und daher hier auch mal wieder erfreulich, dass man hier doch ein relativ großes Stück vom Kuchen abbekommen hat und dementsprechend schon mal an dem Punkt hier in erster Instanz ein gutes Zeichen. Und schreibt mir doch auch gerne mal alle unten in die Kommentare, wer von euch alles einen Weg bekommen hat. Es würde mich hier natürlich auch sehr interessieren, wie wohl so die Ausbeute unter euch war. Damit würde ich aber sagen, fangen wir jetzt dann auch direkt mit den anstehenden Releases an. Und auch da ist ein Schuh dabei, der jetzt doch in meinen Augen mal langsam Zeit wurde. Denn losgehen tut das Ganze hier am 28.04. und wir werden hier endlich nach monatelangem Warten den Off-White Air Force One mit im Pine Green Colorway bekommen. Der Schuh ist ja mehr oder minder schon irgendwo eine Legende inzwischen, nachdem er irgendwann, ich glaube Oktober, November letzten Jahres hätte droppen sollen und auch da schon so ein, zwei Raffles rausgegangen sind, hat sich das Ganze jetzt doch noch mit ewigen Pushbacks bis jetzt, bis Ende April tatsächlich rausgezögert. Insgesamt, der Schuh ist auf jeden Fall was Besonderes, denn im Gegensatz zu den anderen beiden Off-White Air Force One Mids haben wir zwar dieselbe Outsole, aber der große Unterschied ist hier, dass wir einen Leder-Upper haben. Und natürlich auch noch ein, zwei weitere Akzente, die hier dadurch ein bisschen mehr hervorgehoben werden, wie die Double Laces oder auch das Stitching. Auf dem linken Schuh haben wir hinten das Canary Yellow Zeichen, während wir auf dem rechten hinten Off stehen haben für Off-White. Dann haben wir auch wie bei den anderen schon das im Graffiti-Style gehaltene R vorne auf der Zunge. Der Schuh hier selber hat doch relativ viel Hype im Gegensatz zu den anderen beiden Air Force One Mids, auch wenn die Sohle jetzt nicht so angesehen ist. Gibt es doch sehr, sehr viele in der Community, die hier sagen, dass der Schuh doch sehr interessant ist, trotz der Sohle. Es interessiert sie hier nicht so wirklich, es gehört für sie zum Konzept dazu und das kann ich hier auch sehr gut nachvollziehen. Der Schuh insgesamt hier, wie gesagt, relativ schlicht, simpel, grün und weiß. Dementsprechend ist er auch relativ bündig eigentlich zu den ganzen anderen Releases, die wir hier in der letzten Zeit bekommen haben. Und auch da ist das Grün einfach sehr schön vertreten. In meinen Augen passt das Ganze ziemlich gut zusammen. Wenn man jetzt hier bei dem Drop tatsächlich leider doch ein L kassiert hat, dann glaube ich, wird das Ganze doch nicht so teuer werden. Denn wie gesagt, es stören sich einfach sehr viele Leute an der Outsole. Dann ist auch der Air Force One Mid jetzt noch nicht so beliebt. Und dementsprechend, glaube ich, wird sich der Schuh wahrscheinlich schon ausverkaufen im Gegensatz zu den anderen beiden Colorways. Aber ich glaube, dass der Preis hier im Rahmen bleiben wird. Damit kommen wir dann aber auch schon zum nächsten Release und der wird ja am 29. stattfinden. Und den Anfang machen wir jetzt hier erstmal wieder mit Nike, denn hier wird der Air Jordan 3 Wizards erscheinen. Das erste, was auffällt, ist, dass er doch ein relativ dunkles Auftreten im Vergleich zu dem Lucky Green oder dem White Cement hat. Liegt einfach hier daran, dass wir zum einen ein Ticken dunkler erscheinendes Elephant-Muster haben, was einfach wahrscheinlich aufgrund der etwas tieferen Stanzung hier mehr zur Geltung kommt. Und was man aber auf jeden Fall auch hat, ist, dass eben die Farbe hier nicht so hell ist mit dem Blau. Und wir haben oben an den Laces auch nochmal einen kleinen Elephant-Akzent, was hier einfach so ein bisschen mehr Kontrast bringt. Insgesamt auch der Schuh schon wirklich nice und ich muss sagen, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und was man hier eben auch sagen muss, dass auch da die Qualität wieder äußerst krass aussieht.
Dementsprechend hier eine weitere Air Jordan 3-Alternative. Man sieht es ja doch in der Vergangenheit immer mehr, dass hier die Leute ein gewisses Interesse für die Silhouette haben. Sie gefällt den Leuten inzwischen sehr, sehr gut, was ich persönlich auch an dem Punkt inzwischen nachvollziehen kann. Ich glaube, dass es hier trotzdem kein Drop werden wird, der besonders schwierig werden wird. Ich denke mal, dass es hier sein kann, dass sich manche Sizes ausverkaufen, aber der Hype ist einfach hier eben nicht so vorhanden, dass man davon ausgehen könnte, dass es ein besonders teurer Schuh werden wird, beziehungsweise dass das straight sold out ist. Im Resell würde ich erwarten, werden wir uns roundabout wahrscheinlich auch wieder um den Retail bewegen. Heißt, dieser Schuh sollte, wenn man eben kein Glück hat bei dem Drop, auch hier noch im bezahlbaren Bereich bleiben. Heißt, ihr werdet wahrscheinlich irgendwo um die 10 bis 20 Euro in manchen Sizes oben drauflegen müssen. Finde ich aber hier in dem Zusammenhang auch noch vertretbar. Und auch da sieht man doch klar die Tendenz, wenn die Schuhe nicht viel im Resell gehen, dass auch über eBay Kleinanzeigen hier viele noch bereit sind, den Schuh tatsächlich für Festpreis für den Retail wieder abzugeben. Und da die Woche doch relativ knapp ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, was hier die ganzen Releases betrifft, haben wir damit auch schon den letzten Release erreicht. Und bei dem bin ich doch auch tatsächlich sehr überrascht, dass es so schnell ging. Denn an den Gerüchten, dass der Adidas Bad Bunny Campus im Olive Colorway doch am 29. schon kommen soll, das hat sich hier bewahrheitet. Und wir haben jetzt hier den Release von dem Campus. Der Schuh unterscheidet sich auf jeden Fall von der Optik ganz klar von den anderen Bad Bunny Schuhen, zumindest einem Großteil, weil man hier einfach doch einen Ticken mehr Kontrast hat. Es ist ein doch deutlich dunklerer Schuh als viele andere Colorways und Silhouetten, die Bad Bunny rausgebracht hat. Aber genau das, finde ich, bringt auch wieder Abwechslung rein und ich bin der Meinung, dass der Schuh auch hier trotzdem sehr gelungen ist. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich finde, dass auch da die Vibes wieder, die Bad Bunny immer mitbringt in seiner Zusammenarbeit mit Adidas, schön unterstrichen werden. Das wird schön betont, das ist nicht zu offensiv und dementsprechend hier auch ein gelungener Schuh. Auch da, glaube ich mal, könnte es sein, dass sich der Schuh ausverkaufen wird, weil der Campus in dem helleren Colorway auch sehr, sehr gut angekommen ist. Nichtsdestotrotz bin ich hier davon überzeugt, dass auch da der Resell nicht allzu hoch sein sollte. Viele Leute haben eben doch eher ein Faible für die hellen Schuhe. Und dementsprechend hat man hier mit dem Olive doch einen, der eher in die dunklere Richtung geht. Und daher werden wahrscheinlich ein paar Leute hier an dem Punkt schon abspringen. Auch der Schuh, glaube ich, wird sich jetzt nicht viel anders verhalten als der hellere Campus. Heißt, im Resell werden wir wahrscheinlich auch da irgendwo um die 200-Euro-Grenze rauskommen. Es ist auf jeden Fall auch da in meinen Augen ein vollkommen verdienter Preis. Denn, wie ich es auch schon öfter gesagt habe, das Package, was man einfach bei Bad Bunny Schuhen bekommt, bei Adidas, ist einfach in sich rund. Wir haben Schuhbeutel, wir haben viele andere Sachen dabei, die Verarbeitung ist top, es ist ein sehr hochwertiges Auftreten und dementsprechend ist der Schuh in meinen Augen hier auch eine Überlegung wert, auch wenn man bei dem Drop kein Glück hatte oder man eben im Umkehrschluss hier den Drop verschlafen hat. Und jetzt, bevor wir in die nächste Kategorie rüberspringen, habe ich noch eine kleine Anmerkung, denn zumindest gerumored gibt es hier noch 1, 2, 3 Releases, die stattfinden sollen bis nächsten Mittwoch. Da ich hier aber jetzt noch keine wirklich bestätigte Information habe, beziehungsweise keine offiziellen Infos, gibt es noch nichts, was ich hier in dem Punkt ansprechen möchte. Sollte sich hier jetzt aber was in den nächsten Tagen ändern, dann lasst doch einfach gerne auf Instagram Follow da, denn auch da werde ich euch natürlich wie schon bei dem Travis Scott Drop weiter up to date halten und dementsprechend verpasst ihr da dann auch nichts. Und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter mit den Leaks und News und auch da hat sich nochmal eine Menge getan diese Woche und dementsprechend starten wir jetzt straight rein. Und da wir ja gerade schon von Adidas kommen, würde ich sagen, bleiben wir in dem Moment einfach auch da. Und wir haben ja in der letzten Zeit schon immer wieder so ein paar geleakte Informationen zu der Collab zwischen Fear of God und Adidas gehabt. Jetzt ist ja hier die Kollektion vorgestellt worden. Man hat einen etwas tieferen Einblick bekommen, wie das Ganze wohl aussehen wird. Und ich muss an dem Punkt sagen, Adidas macht hier in der letzten Zeit viel richtig. Sie haben sich in der Vergangenheit sehr viel darauf konzentriert, was sie mit Kanye West und Yeezy haben. Jetzt haben sie hier doch irgendwo dann auch zum Teil ein bisschen unfreiwillig die Notbremse ziehen müssen und haben sich jetzt ein bisschen umschauen müssen. Ich muss aber sagen, mit Bad Bunny, mit Fear of God und auch manch anderen Silhouetten, die sie so normal als General Release rausgebracht haben, geht das Ganze für mich in die richtige Richtung und sie machen hier ein paar Sachen doch besser, als Nike das derzeit tut. Und hier bei den Schuhen muss ich doch wirklich zugeben, dass mir der gesamte Vibe, der hier rüberkommt, sehr, sehr gut gefällt. Ich muss an dem Punkt zugeben, dass ich schon bei der Nike-Kollaboration mit Fear of God sagen musste, dass mir das Ganze doch sehr gut gefallen hat. Vor allem der Fear of God One, da erkennt man doch, glaube ich, hier eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was mit den Adidas Mid- oder High-Tops hier rauskommen soll. Der Vibe taugt mir übertrieben. Ich finde das wirklich stark und ich hoffe, dass hier wirklich auch ein Großteil davon seinen großen Release sehen wird. Aber bitte dieses Mal nicht ganz so teuer, wie man es von Fear of God kennt, denn die Fear of God One waren auch mit einem Retail von 350 Euro relativ happig. Dementsprechend ist hier eine gewisse Angst da, dass es sich bei Adidas dann genauso verhalten wird.
Aber die Hoffnung stirbt wohl bekanntlich zuletzt. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann auch aussieht und was davon dann auch in den breiten Release gehen wird. Aber mein Interesse ist auch an dem Punkt hier geweckt und es sind ein paar Schuhe bei mir auf dem Raster gelandet, über die ich doch im weiteren Verlauf jetzt mal nachdenken werde. Und damit haben wir dann auch schon wieder die nächste Info erreicht und auch die ist wirklich unfassbar krass. Denn für viele Leute wird der Air Jordan 4 Military Blue hier ein Begriff sein. Und was sich jetzt hier über die letzten Wochen ergeben hat, beziehungsweise tendenziell eher Tage, denn da wurde das Ganze konkret, ist, dass es jetzt hier wohl so sein soll, dass wir 2024 einen weiteren sehr ikonischen Air Jordan 4 Colorway bekommen sollen, nämlich eine Retro-Version von dem Military Blue. In meinen Augen ist auch das auf jeden Fall einer der besten Colorways. Ich weiß nicht, warum mich der Schuh hier so extrem catcht. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier ein Retro bekommen werden. Da aber die Vierer doch in der letzten Zeit immer mehr an Hype gewinnen und auch da andere Colorways hier ihr Retro bekommen werden, wie beispielsweise der Bread, der ja nächstes Jahr kommen soll, oder eben auch der Thunder, der jetzt kurz vor der Tür steht, ist es schon hier auch eine weitere wirklich crazy Info und ich freue mich übertrieben krass. Und ich habe einen weiteren Schuh, den ich schon zum jetzigen Zeitpunkt auf die Coplist für 2024 setzen muss. Hier auf jeden Fall wirklich krasse Info. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das Ganze wirklich auch real ist und ob da wirklich was dran ist. Das wird sich wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit rausstellen. In meinen Augen aber alleine die Tatsache, dass wir hier diesen Colorway wieder bekommen, eine der besten Informationen dieser Woche. Und mit den Neuigkeiten, die hier doch einen gewissen Grad an Hype haben, geht es dann auch eigentlich nahtlos weiter. Und ich habe noch eine weitere wirklich crazy Information für euch, denn es wurde ja Richtung Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres hier gerumort, dass es wohl eine Kollaboration zwischen Armand Manier und Air Jordan auf dem Air Jordan 5 geben wird. Wir hatten hier ein, zwei Mockups, die man gesehen hat, wo man aber noch nicht so wirklich wusste, okay, ist das jetzt wie bei dem Air Jordan 4 letztes Jahr, dass das Ganze doch dann im Laufe des Jahres in eine komplett andere Richtung geht. An dem Punkt muss ich jetzt hier sagen, es kann natürlich trotzdem sein, im Gegensatz zu den Mockups, die wir jetzt hier haben, ist doch ein gewisser Wahrheitsgrad vielleicht dran. Liegt daran, dass man nämlich hier jetzt die ersten On-Feed-Picks von dem Air Jordan 5 hat. Auch wenn man nicht weiß, ob das hier jetzt genau der Colorway und das Auftreten sein wird, was wir in dem großen Release Richtung Ende diesen Jahres bekommen werden, ist es aber auf jeden Fall schon mal wieder ein gutes Zeichen, denn Sie, Sneakerheads und auch Soul Retriever haben hier schon wieder den richtigen Riecher gehabt und dementsprechend ist das in meinen Augen schon wieder relativ interessant. Auch da positiv an dem Punkt für mich ja auf jeden Fall die Tatsache, dass man wieder ein bisschen mit dem gebrochen hat, was man schon kennt. Bei dem Air Jordan 4 ist es ja schon wieder in eine komplett andere Richtung gegangen als bei dem Air Jordan 1 und dem Air Jordan 2. Mit dem Air Jordan 5 sind wir zwar jetzt irgendwo noch in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie bei dem Air Jordan 4, aber auch hier simpel, aber trotzdem sehr elegant und ein sehr schönes Auftreten. Und ich bin gespannt, wenn wir dann ein paar Closer-Looks bekommen und ein bisschen mehr als nur diesen Snapshot. In meinen Augen aber auch das hier, das Potenzial, ein sehr gelungener Schuh zu werden. Und ich bleibe auf jeden Fall hyped auf weitere On-Feed-Picks. Und damit haben wir dann aber auch schon wieder die Hype-Info der Woche erreicht. Und die hat sich in meinen Augen wirklich gewaschen diese Woche. Denn auch wenn es hier immer wieder so ein bisschen Diskussionen gab um das Thema Air Jordan und Trophy Room, Thema Backdoor, dass hier viele Paare weggegangen sind, muss man hier doch eins eigentlich festhalten, dass so ziemlich jeder Colorway, der hier in der Kollaboration mit Trophy Room entstanden ist, von Air Jordan 1 über Air Jordan 5, Air Jordan 7, wirklich unfassbar schick aussieht. Man bekommt immer einen sehr detailreichen Schuh, eine sehr schöne Ausarbeitung und das stimmt einen natürlich positiv, vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt hier geleakt worden sein soll, dass wir Richtung Ende diesen Jahres einen weiteren Trophy Room bekommen und dieses Mal wieder auf einer Silhouette, die äußerst angesagt ist, nämlich dieses Mal im Air Jordan 1 Low. Wie das konkret aussehen soll, dazu gibt es noch gar keine Informationen, aber was die Leaks betrifft, kommt das Ganze doch schon von relativ vielen Seiten inzwischen und auch von vielen Seiten, die doch relativ glaubwürdig sind. Heißt, es ist hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Optimismus angebracht, denn es könnte hier auf jeden Fall was dran sein. Zu der Optik, wie man hier auch neben mir sehen kann, hat man wie gesagt noch keine großen Informationen, also es gibt noch gar nichts, in welche Richtung das geht, stilistisch, wie auch immer. Ich bin aber auf jeden Fall davon überzeugt, gerade aber auch vor dem Hintergrund, was über die letzten Jahre aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist, glaube ich, wird es auch hier wieder ein echt crazy Banger werden. Ich bin auch da weiterhin gespannt. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen die Füße stillhalten. Sollte hier aber wirklich was dran sein, dann gehe ich hier ganz stark davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Wochen und Monate konkretere Informationen bekommen werden. Es wird wieder mit den Mockups anfangen, wird dann weitergehen mit den ersten Early Pairs. Und ab dem Zeitpunkt wird, glaube ich, auch wieder der Hype ins Unermessliche steigen, denn es ist und bleibt einfach so, dass die Trophy Rooms extrem limitiert sind. Ich hoffe aber, dass wir auch hier wieder einen etwas breiteren Release sehen werden, wie schon bei dem Air Jordan 7, heißt, dass man auch hier die Möglichkeit haben wird, denn das wiederum war so eine Sache, die in der Vergangenheit leider nicht so oft vorgekommen ist, heißt den Air Jordan 1 High zum Beispiel, da hatten wir gar keine Chance, den überhaupt irgendwie zu kaufen.
Ich bin aber auf jeden Fall extrem hyped. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und damit haben wir dann aber auch leider schon wieder das Ende des etwas kürzeren Videos heute hier erreicht. Ich hoffe natürlich, dass euch das Ganze wieder gut gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst doch da gerne wieder ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein.